Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge haben wir ja alles für den Vaterfrieden sozusagen getan. Allerdings haben wir halt noch keine weitere Spur, der wir folgen können. Was lief denn da unten jetzt gerade rum? Und dann habe ich mir gedacht, schalte ich mal um auf die Mumen vom Buckelsdorf. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Da ist gar kein... Doch, Moment, das Grün ist hier rechts eingezeichnet. Das kann man aber ganz schlecht sehen. Da müssen wir jetzt hin. Was ist das denn hier? Okay, na. Geh doch mal vom Pferd runter. Plötze. Ach so, das ist mein Ziel. Ah. Okay. Finde die... Ich denke mal, es ist besser, wenn wir ohne Pferd weitermachen. Muss ich denen jetzt folgen oder muss ich das irgendwie anklicken oder so? Oh ja, geht da durch, Mann. Ich denke mal, ich muss diesem Pfad folgen, ne? Hätte ich jetzt auch mit dem Pferd machen können, aber egal. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste jetzt direkt kämpfen. Wahrscheinlich muss ich das jetzt auch gleich. Was haben wir hier? Das nehmen wir nochmal direkt alles mit. So. Ist das jetzt gut und sinnig, dass ich hier dem Pfad folge? Oder ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, das aktualisiert sich aber auch immer. Ja, ich hätte es tatsächlich mit dem Pferd machen müssen. Oder machen sollen, damit es schneller geht. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene, mene, mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Bitte? Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Vielleicht seid ihr die Hexen. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Wer ist Tansi? Bist du eine Hexe? Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns.
Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Meine Nase ist auch hübsch, das heißt ja nichts. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind das alles für Gestalten? Charaktereintrag hinzugefügt. Oma. Hallo. Geht's noch? Blödmann. Geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Achso. Okay. Mit welchen? Einen, der jetzt gerade noch dahin läuft oder einer, der schon drin ist? Hallöchen. Das ist aber die Oma. Ist das schlimm, wenn ich bei dir was wegnehme? Scheint nicht so. Dann nehme ich mal alles mit. Haben wir hier noch was? Da haben wir noch was. Ich habe keine Ahnung, was Zwergenschnaps ist, aber es klingt irgendwie lecker. Deswegen nehmen wir das natürlich sofort mit. So. Ich habe mir ja sagen lassen, dass es egal ist, solange man nicht direkt neben einer Wache klaut. Aber man weiß es ja nicht. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Das ist der Junge, mit dem ich sprechen soll, nehme ich an. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Du willst nicht mit mir reden? Wo finde ich diesen Hansi? Ja, wenn es ihn angeblich nicht gibt. Ich meine, das wird er wahrscheinlich gesagt haben, ne? Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Finde einen Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Okay. Und wie? Sind das jetzt meine Ziele hier, oder was? Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm.
hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Oh. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Das ist in der Tat ekelhaft. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Oh Gott. wollen die nicht was anderes? Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Ich will was Süßes. Ich auch. Das ist auch nicht oder besser. Obst. Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Hier, ein paar Süßigkeiten. Oh, perfekt. Sowas habe ich noch nie gegessen. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Vor allen Dingen beißen Hummel gar nicht. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ui. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Ja, dann mal schnell raus, bevor die Alte doch noch zurückkommt. Was ist los? Wer hat dir Arsch gesagt? Schlimmes Wort. Plätze bei Fokus. Pferd, kommt zu mir. Los. Da muss ich hin. Das ist quasi direkt die Seite, wo ich hingucke. Plätze will offenbar nicht mitkommen. Dann gehen wir zu Fuß. Das darfst du nicht sagen. Oh, ist wahrscheinlich besser, dass wir zu Fuß gehen. Haben die mich jetzt schon gesehen? Sieht fast so aus, ne? Ist das das Silberschwert? Ich bin mir nie sicher, welches Schwert ich jetzt hier eigentlich rausziehe. Okay, ich habe schon wieder vergessen, womit ich ausweiche. Das fängt schon wieder gut an. Na komm schon. Oh, genau da müssen wir rein. Ach, das sind die Ertrunkenen. Wieso kann ich nicht zurück? Hallo?
Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wieso nimmt der sein Schwert nicht? Hallöchen! Oh, du bist aber keiner Trunkener! Du bist eins dieser scheiß Weiber! Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Die werde ich aber nicht bei den Leichen hier finden. Da kann ich noch was holen, da nicht. Moment, halt, stopp. Leiche. Spuren meine ich natürlich. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Kleiner Fußabdruck. Wo ist der kleine Fußabdruck? Der läuft im Kreis. Moment. Hä? Ah, hier. Plötzlich ist es gut, dass du Angst hattest, mitzukommen, glaube ich. Ja, er ging hier rum. So, in 2 Stunden schalte ich euch dann wieder hinzu, wenn wir am Zielort angekommen sind. Nee, mal schauen. Wir müssen da jetzt links rum, aber ich sehe hier gerade noch was Schönes. Das sammeln wir ein. So. Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Keine Ahnung. Räuchern wir es aus oder so? Können wir ihn nicht irgendwie ansprechen? Doch, können wir. Hansi? Hab keine Angst. Er sieht aus wie er. So, so. Bist du ein Buka? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Er kann nicht sprechen. Aber fragen wir erstmal. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Er ist selber ein Monster. Oder sollte das heißen, er ist stark? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Oder die Zunge? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich soll mich im Kreis drehen. Okay, ich verstehe. Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Der ist irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, aber der ist irgendwie cool. Oh. Da will er genau rein, ja? Ja, lauf direkt da durch, kein Thema. Was macht der denn? Hallo. Was tust du, Junge? Ach so, besiege die Monster. Ach so. Der hat Angst vor denen, so wie es aussieht. Vorsicht. Irgendwas war da doch gerade, was explodiert ist. Aber das waren doch nicht die, oder? Bleib dicht bei mir.
Folge Hansi, okay. Hansi? Da. Und nun? Ich höre wieder so ein komisches Gequake hier, das ist nicht gut. Oh. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Hansi freut sich. Die Frage ist, kann man da tatsächlich hochklettern? Anscheinend nicht. Muss ich irgendwie einen Weg drumherum? Das sieht nämlich fast so aus, als ob ich da einen Weg drumherum gehen muss. Es wäre schön. Doch, kann ich. Es wäre schön, wenn du einfach da rumlaufen würdest. So. Ah, das sieht gut aus. Das sieht wiederum schlecht aus. Was ist denn das für ein Viech? Was sind das für Viecher? Oh Gott, ach. Ich will nicht sterben. Kleine Drachen. Und da kommt der Nächste. Willst du mich verarschen? Ist ja gut. Wow, waren das alle? Wow. Also. Alter, was waren das denn für Viecher hier? Ich hab's gar nicht so richtig lesen können. Diese Regeneration, die ist sowas von für'n Arsch bei diesem Spiel. Das ist so. Hat er diese Flasche gemeint? So. Kann ich nicht einfach zu Hansi runterspringen? Das wäre viel einfacher und schneller. Geht das? Hui. Schwupp. Hansi. Springen dir dann sauber, Tränkchen? Hier. Ach, das ist seine Stimme. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben.
Also müssen es die Muhmen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hättet ihr nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Muhmen. Die helfen niemandem. Okay. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass 3 Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Okay. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Okay. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Okay. Hansi, könntest du mal ein bisschen schneller laufen? Das ist nett, dankeschön. Warte mal auf mich. Ich muss mir erst noch ein bisschen Schnaps besorgen. Oh, nee, ich glaube, da kann ich... Okay. Hansi, lauf. Und sag jetzt nicht, ich soll mit irgendwas kämpfen. Boah, ernsthaft? Ja, ich muss erstmal ein bisschen regenerieren, wobei die hoffentlich jetzt nicht so. So, und nu? Da steht jetzt nicht, dass ich die jetzt kaputt machen soll. Aber wahrscheinlich muss ich das machen. Ach, weil der doofe Kerl ja keinen Schritt weiter geht. Verdammt. Dem habe ich hier bald nichts mehr zu essen, ehrlich. Wo will der jetzt hin? Da. Och. Mensch,
Jetzt lauf doch mal. Beweg dich, Hansi. Ich weiß doch nicht, wo es lang geht. Also ich weiß schon, wo es lang geht, aber du kommst ja nicht mit. Los. Weiter. Zackig. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Ha. Okay, das Schild sieht so ganz anders aus als sonst. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Ja. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte. Es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht, nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag er nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, ein Wunderpunkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes?
Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nidavir erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Nidavir wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt, Stein weiß, Stein hört. Okay, der Charaktereintrag der Oma wurde auch wieder aktualisiert. Sprich mit dem Dorfältesten von Nidavir über das Problem im Dorf. Ja, das machen wir doch gerne. War das Hansi gerade noch da drin? Aber ich würde sagen, und ich hätte mich lieber drinnen verabschieden sollen, weil hier draußen wieder gesungen wird, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir die Sache mit dem Dorfältesten dann in der nächsten Folge machen werden. Bis dann. Ciao.